Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mal die Begrüßung aus dem Auto. Etwas ungewohnt, ich weiß. Aber ich dachte, wir wären alle ready. Sind wir aber noch nicht. Ich warte mal wieder auf meine Männer, sonst hätte ich euch oben begrüßt. Eigentlich heißt es ja immer, dass die Männer auf die Frauen warten müssen. Ne? Bei uns ist es genau andersrum. Es ist Sonntag, wir fahren jetzt in einen wunderschönen Wildtierpark. Da ist auch noch ein Kletterpark oder Kletterwald nebendran. Da waren wir vor ein paar Wochen schon. Der Alessandro und der Gianluca, die hatten da einen riesigen Spaß zu klettern. Das ist richtig heftig. Also es geht sehr weit und sehr steil nach oben. Da ist zum Beispiel auch eine Seilbahn, die geht 640 Meter und 40 Meter in die Tiefe. Und Alessandro hat jetzt Blut geleckt und wollte heute einen Kumpel einladen, den Johannes. Und das machen wir. Und nebendran ist eben dieser Wildtierpark. Da sind Wildschweine, Rehe, kleine Ziegen, Hirsche. Und der Liam, der hat da so viel Spaß. Es ist herzallerliebst, ihm zuzuschauen, wie er diese Tiere bewundert. Und dann hält er ihnen immer so das Futter hin. Und es ist einfach so goldig. Wir waren da schon viermal. Und das Wetter passt heute. Und deshalb fahren wir da jetzt wieder hin. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach eine Runde mit. Und hoffe, ihr habt ganz viel Spaß. Und ich hoffe auch, dass meine Männer jetzt gleich runterkommen. Denn es ist, wie gesagt, sehr, sehr warm. Vor allen Dingen im Auto. Ich glaube, ich gehe jetzt lieber nochmal hoch und frage, wo sie bleiben. Ja, mehr Realität und so, ne? Los geht's. Ganz viel Spaß beim Video. Willst du es ihm geben? Okay. Super. Hi. Ja, die Schweine, hä? Hier, Schweinchen. Na, dann gib du es ihm. Willst du? Warte, ich gebe es dir. So, genau. Und jetzt wirf es rein. Hüppa. Hüppa. Super. Baby. Wo ist das Babyschwein? Da hinten ist das Babyschwein. Schau. Und da kommt noch ein Schwein. Kriegst du was? Falsch rum. So. Mhm. Dann ist das da raus. Machst du schön ordentlich, ne? Ja, und dann setzt du das vorne dran. Okay. Und dann kannst du leihen. Okay, also viel Spaß, ne? Danke. Da ist der Alessandro. Jetzt schwingt er sich gleich hier rüber. Da ist Alessandro! Tschüss! Das ist so geil, ey. Ich helfe dir. Langsam. Das habe ich jetzt alles klein geschnitten. Da kommt jetzt gleich noch die Gemüsebrühe mit rein. Hier sind noch die anderen Zutaten für die Frühlingsrollen, die ich selbst machen werde. Und hier noch die Zutaten für die Suppe. Würde ich sagen, mache ich mal weiter. Obwohl ich es hier so eingeschnitten habe. So, jetzt.
Ich bereite jetzt die Frühlingsrollen vor. So in der Art habe ich sie noch nie gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin sehr gespannt. Also die sind jetzt auch vegan, für meinen Mann geeignet sozusagen. Die Limette, die muss man hier auspressen, die Frühlingszwiebel klein schneiden und die Knoblauchzehe auch hier reinpressen. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie es schmecken wird. Die Suppe, die läuft hier nebenbei mit und ja, ich mache jetzt mal weiter. Ich muss jetzt die Nudeln kochen und ob es mir glaubt oder nicht, aber ich habe noch nie Glasnudeln gekocht. Das habe ich jetzt alles klein geschnitten. Die Erdnüsse habe ich gehackt. Da ist die Schüssel, die Suppe und da kommen jetzt die Nudeln rein. Also 50 Gramm müssen rein, wegen dem Rezept und ich bin gespannt. Wie kann denn sowas schmecken? Hier alles mal in eine Schüssel zusammen mit der Soße, also Sojasauce, brauner Zucker, Limette, Knoblauch und so weiter. Das vermenge ich jetzt. Hier sind diese Platten. Oh Gott, keine Ahnung, wie das jetzt geht. Jedenfalls muss ein Geschirrtuch her, das mit Wasser befeuchtet wurde. Und ja, ich mach mal weiter. Schaut mal, bei uns ist schon wieder ein Reh im Garten. Oh mein Gott, ist das süß. Ah, goldig. Wir haben die Tage schon mal eins gesehen, auf der anderen Seite. Oh mein Gott, ist das cool. So, meine Lieben, neuer Tag, neues Glück, da bin ich wieder. Ich habe gestern das Essen nicht abgefilmt. Dazu gibt es aber auch eine Geschichte. Ich blende euch jetzt aber ein, wie es ausgesehen hat. Die Frühlingsrollen, die waren ultra lecker. Die waren ja vegan, vegetarisch. Also meinem Mann haben sie sehr gut geschmeckt. Die werde ich definitiv nachmachen oder nachkochen. Und die Suppe, gut, das ist ein All-Time-Favorite. Die lieben meine Jungs und die ist jetzt auch schon leer. Ja, zu dieser Challenge gibt es jetzt noch eine kleine Geschichte. Auch so, dass ihr vielleicht mal ein paar Hintergründe hört und das Ganze vielleicht auch mal ein bisschen besser versteht. Und zwar ist es so, dass ich diese Challenge vor 4 Wochen zugesagt habe und mich schon riesig drauf gefreut habe. Ich liebe es zu kochen, ich liebe es, solche Herausforderungen anzunehmen und ich für mich habe analysiert, dass ich ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch bin. Das heißt nicht, dass ich unbedingt gewinnen möchte, sondern dass ich 100% gebe, wenn ich zusage. Natürlich kann auch immer wieder mal was dazwischen kommen, gar keine Frage, aber dann muss man einfach absagen oder muss das Ganze eben anders gestalten. Ich hatte, während ich gekocht habe, so starke Kopfschmerzen bekommen, dass ich auf dem rechten Auge nichts mehr gesehen habe. Ich habe dann schnell eine Tablette genommen, weil ich einfach das ordentlich beenden wollte, ne? Also diese Challenge. Und ich habe euch auf Instagram mitgenommen, ich habe die einzelnen Schritte mit begleitet, habe das abgefilmt, einfach auch als Inspiration für euch. Vielleicht wollt ihr das Ganze nachkochen. Und letztendlich haben mich dann aber sehr, sehr viele sehr böse Nachrichten erreicht von treuen Zuschauern, die eben geschrieben haben, dass das alles nicht so fair abgelaufen ist. Und zwar war mir das gar nicht bewusst, weil ich das so nicht richtig verfolgt habe, wie das meine Konkurrentin, ich hasse dieses Wort, ich finde es total blöd, ja, wie sie es eben umgesetzt hat. Sie hat nicht mal gewusst, wie viele Kinder ich habe. Und letztendlich ist es ja so, nur damit ihr das ein bisschen besser versteht, solche Aufgaben, solche Challenges geht man ein, weil man sich gegenseitig vorstellt. Ich bringe quasi meinen Zuschauern den anderen Account nahe. Ich erkläre ein bisschen was es eben auf dem anderen Account gibt, sodass sie dann entscheiden können, also die Zuschauer, ob sie die andere Person abonnieren oder nicht. Und ich habe tatsächlich 4 Minuten über den anderen Account gesprochen und sie eben vorgestellt. Und letztendlich, wenn sie dann nicht mal weiß, wie viele Kinder ich habe, ja, war das dann doch sehr traurig, zumal es auch in meinem Profil steht und man hätte sich ja wenigstens damit beschäftigen können. Letztendlich setzt es ja jeder anders um und es ist auch überhaupt gar kein Vorwurf, nur daran sieht man eben, wie jeder anders agiert, reagiert und Dinge sieht. Auf Instagram und auch auf YouTube regiert leider nun mal die Abozahl. Es ist so und ich mache das schon einige Jahre. Ich bin tatsächlich auch schon sehr, sehr oft auf die Nase gefallen, so wie jetzt eben auch. Und bin da sehr enttäuscht rausgegangen, ne? Weil es mir nicht um diese Abozahl geht, sondern um den Spaß dahinter, um dieses, ja, sich gegenseitig erwähnen, sodass eben auch meine Zuschauer auf den anderen Account aufmerksam werden. Und das geht eben nur, wenn ich die andere Person vorstelle, und zwar ordentlich vorstelle, ja. Und
ich habe mir geschworen, zusammen mit der Steffi, das werde ich auch nie vergessen, als wir angefangen haben mit YouTube und Instagram, dass wir niemals, niemals jemanden auf die Abozahl reduzieren. Das haben wir bis heute nicht getan, denn das ist nur eine Zahl. Glaubt mir, ich war schon auf so vielen Events in meinem Leben. Da habe ich Leute kennengelernt, die haben über 100.000, mit denen konntest du keine drei Sätze sprechen, weil die entweder mit ihrem Handy so beschäftigt waren und sobald das irgendwie mal auf den Tisch gelegt wurde, die Mundwinkel nach unten gingen oder sie einfach nicht über den Tellerrand schauen und da kein Gespräch entsteht. Deswegen schaut bitte nicht auf diese Abozahl, denn es gibt so viele tolle Accounts, die, sag ich jetzt mal, 2.000, 3.000, 5.000 Abonnenten haben. Zum Beispiel, das sind ja auch viele Menschen, die haben auf Abonnieren gedrückt, ja, die aber so tollen Content erstellen, aber die einfach nicht gesehen werden. Denn die Großen, gerade so die Hunderttausender, auch auf Instagram, die hängen halt alle zusammen. Die kommen nicht auf die Idee, mal einen kleinen Account zu erwähnen. Und ich habe schon so oft kleinere Accounts erwähnt, weil sie wirklich tollen Content produzieren. Und ich mir doch keinen Zacken aus der Krone breche, nur weil bei mir eine andere Zahl steht. Ey, ganz ehrlich, das ist nur eine Zahl. Ich bin ja auch eher dafür, dass diese Zahl einfach wegkommt und man trotzdem Content produziert. Aber klar, an dieser Zahl hängt eben auch das Geld, was die Firmen bezahlen. Es ist halt nun mal kein Geheimnis, ne? Und ihr werdet euch jetzt auch denken, mein Gott, was erzählt die da, ne? Das sind halt so die Hintergründe, nur damit ihr es auch ein bisschen besser versteht. Und nachdem mich dann so viele Nachrichten gestern erreicht haben, die mich da wirklich drauf gestupst haben und gesagt haben, ey Heidi, du hast dir so eine Mühe gegeben, ne? Du hast so viel gefilmt, so viel erklärt und so viel gezeigt und die andere Person hat so gar nichts irgendwie gezeigt und gemacht. Wobei ich auch sagen muss, sie hatte die Handwerker im Haus und jetzt ist wieder die Kamera ausgegangen, also sei es drum. Ich mag sie sehr gerne und ich möchte ihr da auf keinen Fall irgendwas unterstellen, um Gottes Willen, das liegt mir fern. Aber ich bin halt, so, dass ich von mir viel gebe und auch zu 100% alles gebe und dann auch im Reinen mit mir selbst bin. Und die Mayra hat auch gesagt, Heidi, es ist gut so, wie du bist. Es ist schön, dass du so herzlich bist und so viel eben erzählt hast, so viel Werbung für sie gemacht hast, damit eben auch deine Zuschauer auf sie aufmerksam werden. Und das ist ja auch Sinn der Sache, ne? Darum geht's ja bei solchen Zusammenarbeiten. Aber gut, ich habe wieder was gelernt. Und ich bin aber mit mir im Reinen und alles ist gut. Ich bin auch auf niemanden böse, nur meine Zuschauer, die wirklich sehr treu sind, haben ja, mich darauf aufmerksam gemacht. Und auch dafür bin ich sehr, sehr dankbar, denn ich war da irgendwie scheinbar betriebsblind. Alles ist aber gut, nach wie vor. Und ich werde sowas sehr gerne wieder eingehen und auch machen, denn es kommt nicht darauf an, wie viele Abonnenten rüberkommen oder zuschauen, denn es geht einfach nur um den Spaß. Ich bin ja Gott sei Dank so, dass ich, also dass mein Leben nicht davon abhängt, ja, von Insta und von YouTube und wir ja hier unser Geschäft haben und alles ist gut. Und dieses ganze Ellenbogen- und Haifischbecken-Instagram-Gedöns liegt mir sehr weit. Also in weiter Ferne, sagen wir es mal so, Gott sei Dank, ne? Aber es ist ein schwieriges Business, also tatsächlich. Ich glaube, ihr unterschätzt es auch ein bisschen und seht es natürlich nicht, wie auch, wenn ihr solche Hintergrundinformationen nicht habt. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe jetzt noch zu Depot. Ich habe nämlich online was gesehen, das ich ganz gern kaufen wollte. Und ansonsten wollte ich noch kurz zu Action. Dazu nehme ich euch auch mit und dann wünsche ich euch weiterhin ganz viel Spaß bei diesem Video. Und jetzt habt ihr einen kleinen Einblick. Ach so, ja, ganz vergessen. Jetzt zeige ich euch erstmal, was ich heute Morgen noch gemacht habe. Ich wollte nämlich heute Blumen kaufen. Dafür brauche ich Platz auf meinem Esstisch. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever after. You give me hope, something about you, yeah. When the sun goes down and the night sky's falling, do you believe in one-time lovers? 'Cause deep inside of my wildest dreams, you'll be by my side. When the sun goes down,
und gebügelt habe ich heute auch schon. Das werde ich jetzt mal wegräumen. Das war allerdings nur der kleinste Teil. Ne? Ich habe noch einen riesen Bügelberg vor mir. Liam, welches möchtest du haben? Das oder das? Ja, gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Und los. Wir sind wieder zurück aus der Stadt. Ich habe mir schöne Blumen gekauft und gefällt mir richtig gut. Passt auch gut zu der Vase, wie ich finde. Und ansonsten habe ich mir noch diesen Rosenblumenstrauß mitgenommen. Das ist mal was anderes. Also die Farbe hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen passt gut zu der Vase, weil die so einen leichten Rosastich hat. Und dann war ich noch bei TK Maxx und habe diese Aufbewahrung hier für Liams Spielsachen gekauft. Dafür habe ich bezahlt 16,99 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl. Und dann habe ich ihm noch ein Pferd gekauft. Er liebt ja Pferde. Das hat er allerdings schon raus und hat im Auto damit gespielt. Und ein Buch hatte ich ihm noch mitgenommen. Ja, das ist auch noch im Auto. Und diese Aufbewahrungsteile hier von TK Maxx finde ich eben richtig, richtig schön, sehr hochwertig. Und passen eben zu den anderen Aufbewahrungen, die ich schon gekauft habe. Und ansonsten war ich noch bei Zara, weil ich eigentlich noch was für mich gesucht hatte. Aber ich habe nur Sachen für den kleinen Liam gekauft. So, so schöne Sachen. Kann ich euch auch gerne mal im Überblick zeigen. Also nur ganz kurz. Die haben wirklich richtig schöne Sachen. Und einige Teile waren sogar reduziert. Das zum Beispiel, das ist jetzt noch um einiges zu groß für unseren kleinen Schatz. Aber sobald es dann wieder etwas kühler wird, passt es dann. Und das hat gekostet, ich kann es euch sagen, 6,99 Euro. Also das ist natürlich ein Schnäppchen, wie ich finde. Ansonsten noch hier so ein T-Shirt. Das hat dem Lessandro gut gefallen. Hier dieser Cardigan, der wirklich richtig, richtig schön und hochwertig ist. Dafür habe ich bezahlt 9,99 Euro, eben auch reduziert. Dann hier noch dieses T-Shirt, dieses Hemd hier, das hat mir ultra gut gefallen. Das sieht so aus. Und dann noch diese kurze Hose. Ja, sieht so aus. Richtig, richtig schön. Und Bodies habe ich noch mitgenommen, weil ich mich nicht bei H&M anstellen wollte. Und deshalb habe ich die bei Zara mitgenommen. Ich wusste gar nicht, dass Zara auch so Bodies hat. Allerdings waren die in so einem Pack. Also da waren jetzt mehrere drin. Die sehen so aus zum Teil oder zum Beispiel so. Also mit verschiedenen Motiven. Und dafür habe ich bezahlt 17,95 Euro. Und jetzt zeige ich euch natürlich auch noch sehr gerne meinen Einkauf bei Depot. Das ist eine Kissenhülle, die fand ich ultra schön. Die hat 19,99 Euro gekostet. Dann habe ich noch was für mein Patenkind mitgenommen. Und zwar dieses Teilchen hier, diesen Schwimmring. Den hatten sie reduziert. Und ich habe auch noch einen für den Liam mitgenommen, für die Terrasse. Ja, fand ich total süß. Hier mit diesem Flamingo. Und ansonsten habe ich noch dieses Teilchen hier mitgenommen für meine Freundin. Einfach so, als kleine Geste. Fand ich total schön, das Glas. Und damit kann sie sich dann eben einen Milchshake machen. Dafür habe ich bezahlt. Doch, da ist er. Ja, 9,99 Euro. Und dann noch diese zwei Quasten hier. Die wollte ich für die Terrasse noch an mein Gestell dran machen. Und das war's soweit. Ja, da ist noch der Kassenzettel. Meine Lieben, das war's für heute. Ich wollte mich noch ganz kurz von euch verabschieden. Ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bleibt mir alle gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!